Auspacken, sortieren, verteilen. Die Mitarbeiter der Tafel Bad Kreuznach bereiten die tägliche Lebensmittelausgabe vor. Die größte Herausforderung ist immer, das, was da ist, gerecht zu verteilen. Wir wissen zwar ungefähr, wie viele kommen, aber je nachdem, was wir haben, jetzt momentan, heute ist gut, letzte Woche war es sehr wenig, dann müssen wir halt versuchen, das so zu strecken, dass jeder von allem was kriegt. Das ist eigentlich der Versuch, dass möglichst viele von allem was kriegen. Angefangen hat die Tafel Bad Kreuznach als eine der ersten im Land. Damals wurden zunächst Brot und Brötchen vom Vortag bei einer Bäckerei abgeholt und an Obdachlose verteilt. Lebensmittelrettung für die Obdachlosenhilfe war der Urgedanke bei der Gründung der Tafel. Heute, fast 30 Jahre später, sind Tafeln eine der größten sozialen Organisationen. 66 Tafeln gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit über 100 Ausgabestellen. Die Leiterin der Bad Kreuznacher Tafel beobachtet, dass es ganz viele Menschen erreicht hat, einfach auch diese Bedürftigkeit und dass man mit dem, was man an finanziellen Mitteln zur Verfügung hat, nicht mehr rundkommt. Und von daher, wir haben einen Riesenzuspruch, wir haben eine Warteliste von Menschen, die gerne zu uns kommen würden. Deutschlandweit holen sich inzwischen 2 Millionen Menschen Essen bei der Tafel. Längst sind es nicht mehr nur Obdachlose, sondern auch Menschen mit kleiner Rente, Empfänger von Grundsicherung und viele Geflüchtete. Zum Glück ist auch die Zahl der Spender gewachsen. Dass die Menschen einkaufen und sagen, ein Teil kaufe ich einfach dazu, ein Päckchen Nudeln, ein Päckchen Milch für die Tafel. Und das hat super funktioniert, haben wir gestern abgeholt und das hilft uns wieder weiter. Und so haben wir ganz viele Aktionen auch in letzter Zeit. Die Supermärkte liefern nicht mehr so viel unverkäufliche Ware. Aber mal kommt eine Ladung Kuchen oder unverhofft Würstchen dazu. Jeder Gast bekommt eine Kiste zusammengestellt und packt dann in die eigenen Taschen um. Für viele sind die Lebensmittel nicht zusätzliche Versorgung, sondern unverzichtbare Hilfe.